Wir haben ja hier ein neues Format, wo ihr mir eure Cakebook-Projekte zuschicken könnt und wir uns die dann gemeinsam anhören. Aber bevor ihr mir diese Projekte schickt, müsst ihr drei kleine Dinge beachten. Und zwar richtiges Einfrieren, richtiges Dateiformat und Vorsicht mit Busten. Aber was sagen wir anderen? Einfrieren. Vor allem, wenn ihr Plugins und Instrumente nutzt, die bei Cakewalk standardmäßig nicht dabei sind, solltet ihr auf alle Fälle eure Spur vorher einfrieren. Einfrieren ist total simpel, einfach hier in der Spur auf diesen Stern klicken. Mache ich euer Projekt auf und ihr habt nicht die passenden Plugins, die ihr nutzt, dann hagelt es bei mir Fehlermeldungen. Und da reicht auch schon eine unterschiedliche Dateiversion. Wenn ihr zum Beispiel mir ein Projekt schickt mit Guitar Rig in der Version 5, dann kann ich ja da mal mit nichts anfangen, weil ich habe Version 6 und 7. Kommt also eine Fehlermeldung und somit ist das Projekt dann für mich unbrauchbar. Also egal welches Plugin oder virtuelles Instrument ihr nutzt, friert am besten jede Spur ein. Vorsicht mit Bussen! Wenn ihr da irgendwelche Dritthersteller-Plugins habt, kann ich damit nichts anfangen, weil da ist es auch noch tragischer. Busse kann ich nicht einfrieren. Wenn ihr mir also Projekte schickt, seht zu, dass nur Cakewalk eigene Plugins wie der Pro Channel oder die anderen Plugins, die dabei sind, dass nur die in euren Bussen drin sind. Und das dritte und wichtigste, bei den Fehler machen viele, ich brauche das richtige Dateiformat. Schickt mir immer ein CWB, ein Cakewalk Bundle. Kein CWP. Ein Cakewalk Projekt, also CWP, besteht nur aus ein paar Daten und Steuerdaten. Da ist keine Audioinformation, nichts drin. Und es ist auch nur ein paar Kilobyte groß. Wenn ihr mir das schickt, kann ich erst recht nichts damit anfangen. Macht das Projekt auf und dann geht auf Datei, Speichern unter. Und bei Dateiformat wählt Cakewalk Bundle aus. Wenn ihr dann dieses Cakewalk Bundle habt, dann ladet ihr mir das bitte hoch, entweder bei WeTransfer, Dropbox oder irgendein anderen Dateihoster. Schickt es mir bitte nicht direkt per E-Mail. Wenn ihr mir das dann schickt, schreibt auch noch dazu, dass es okay ist, dass ich diesen Song dann öffentlich vorführen darf. Weil nicht, dass dann der Herr kennt, das wollt ihr nicht. Weil einerseits bin ich da schon ehrlich. Also wenn ihr irgendwas kacke findet, dann sage ich auch das. Und dann müsst ihr auch damit leben, dass euer Song hier vor allem präsentiert wird und dann auch teils vielleicht heftige Kritik erntet. Aber Kritik ist ja auch dafür da, um daran zu wachsen. Also traut euch, schickt es mal. Vielleicht Texte, die vielleicht jetzt keine 18 plus Freigabe für die YouTube-Videos brauche. Ja, wobei, schauen wir mal, das kriegen wir dann schon irgendwie hin. Nochmal kurz zusammengefasst, Spuren einfrieren, keine Drittanbieter-Plugins in den Bussen und das richtige Dateiformat CWB, also Cakewalk Bundle. Das ladet ihr bei einem Dateihoster hoch, schickt mir den Link per E-Mail mit einer Erlaubnis, schriftlich einfach dazu schreiben, dass ich es öffentlich vorführen darf. Und dann schauen wir, dass wir jetzt langsam ein paar Projekte zusammenkriegen. Wir haben auch schon ein paar und umso mehr, umso besser. Also, Bussi aufs Bauchi, Berli und Servus. Und da tue ich dann die erste Folge übrigens her.